NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Simone aus Rinteln schreibt, liebe Oma Rosi, ich habe im Urlaub 3 Kilo zugenommen. Wie kriege ich die runter? Simone, ganz locker bleiben. Du hast bis Juni 2018 Zeit. Vorher wird das sowieso nichts mehr mit dem Bikini. Guck mal aus dem Fenster. Ja. Außerdem ist das alles teuer bezahlt. Das stimmt natürlich. Und wenn du nach dem Duschen zum Nachtdampfen auf deiner Bettkante sitzt und dich aus purer Verzweiflung nochmal mit After Sun einschmierst, weil vielleicht hält es sich ja, und an dir runterguckst, das ist besser als jede Fotoslideshow, weil jede neue, noch so kleine Speckfalte eine Geschichte erzählt. Aha. Von den 3 bis 4 Döschen San Miguel am Strand, von den satten Fetzen Probierschinken, die du dir auf dem Wochenmarkt genehmigt hast. Schneid ab, Junge, schneid ab! Kann ich nochmal den Iberico haben? Sie erzählen von der Grillmixplatte und den 2 Baguettebrötchen mit Aioli und Oliven, weil der Kellner so lange gebraucht hat. Und um 12 noch so eine kleine ausgehöhlte Ananas mit Piña Colada. Und alle applaudieren schon wegen der Wunderkerzen. Dann stellen sie auch noch Erdnüsse hin. Und im Apartment stolpert man bestens gelaunt in den geöffneten Kühlschrank. Ja, und dann erstmal schön Mittagsschlaf. Und nachmittags das gleiche nochmal. Oh mein Gott. Ja. Wirklich, Simone. Hm. Bräune verblasst wie Polaroid. Aber deine kleinen Speckröllchen singen auch noch im Dezember das Lied von der Isla Bonita. Ich wünsche allen ein frohes Fest. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß.